Willkommen zurück zu einem neuen Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay. Ja, hier ist mir dann, da habe ich dann irgendwann mal ausgeschaltet. Ich habe dann bin dann AFK gegangen und habe mich um andere Sachen wie den Haushalt gekümmert. Während die Controller oder die Joy-Con geladen haben und er hatte dann aber in dem Moment, wo ich dann wieder zurückgekommen bin, keine Lust mehr auf Breath of the Wild. Und ich habe dann erstmal Bomberman gespielt, eine Runde. Ja, das Spiel geht mir langsam auch tierisch auf den Sack, weil der teilweise immer irgendwo hinläuft, wo ich gar nicht hindrücke. Und das geht mir wirklich gehörig gegen den Strich. Huch. Ich beschütze dich. So. Und, ich wollte beim. Ah, jetzt regnet es. Oh, Scheiße, Alter. Ich mich jetzt erschrocken. So, das wird wohl nicht klappen hier bei Regen. Na, es klappt nicht bei Regen. Warte mal, wir gehen eine Etage tiefer. Und dann probieren wir mal, ob wir ein Lagerfeuer bauen können. Weil hier regnet es nämlich nicht. Da gibt es ja ein Lagerfeuer. Ich höre es knistern. Das wird wahrscheinlich nur das sein. So. Dann probieren wir mal unser Glück und gucken, ob wir ein Lagerfeuer machen können. In die Hand. Und dann. So. So, jetzt müssen wir das irgendwie anzünden. Hey, funktioniert. Wir warten jetzt bis morgens. Und dann regnet es hoffentlich nicht mehr. Jetzt wäre ein Kochtopf nicht schlecht. Das ist das erste Mal, dass ich geschlafen habe. Okay, jetzt donnert's. Ich glaube, da drüben. Okay. Und ich glaube, da drüben wäre ein Lagerfeuer gewesen. Naja, egal. Kann ich das jetzt hier nochmal mitnehmen? Nein. Okay, das ist geused. Was ist los? Ich höre hier irgendwelche komischen Töne. Und es knallt hier irgendwie in meiner Nähe rein. Okay, jetzt warten wir mal noch, bis das da vorbei ist. Das Gewitter. Oh. Das ist schon übel, das Gewitter auf jeden Fall. Das ist schon übel. Ah. Da nichts drin. So was zum Lesen? Ich meine, hier ist ein Buch, warum kann ich das nicht sehen? So, jetzt müsste es gleich aufhören zu regnen. Sobald es aufgehört hat zu regnen, traue ich mich auch hier raus. Ich frage mich trotzdem, wo hier das zweite Ding ist. Und es ist echt immer noch so kalt, dass wir das brauchen. Naja, es wäre schon nicht verkehrt. Und ich weiß gar nicht, ob wir auf diesen Turm überhaupt drauf sollten. Also ob das vom Spiel vorgesehen war. Aber naja, was soll's. Haben wir jetzt die Aufgabe gesetzt, hier auf diesen Turm zu gehen. Und ja, so ist das dann halt. So, jetzt müsste es eigentlich gleich aufhören. Und dann haben wir
ein paar Minuten, um unser Glück zu probieren und nach oben zu kommen. Na los jetzt. Na los. Mensch, werd endlich um 8 hier im Spiel. Oh. So. Ah. Na? Und schon ist das Wetter schön. Und gerade eben hat es noch geregnet. Es macht gar keinen Sinn. Aber ja, bei manchen Videospielen macht sowas keinen Sinn. Der Spider-Man ist on the way. Ja, und hier sieht das ganz einfach aus. Wenn ich gleich da hochklettern können, ey. Hier nicht so lange rumsuchen müssen, glaube ich. Ja, komm, mach eine geht noch. Das war ja easy. Und ich komme darauf nicht. Was ist denn das, ey? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich könnte da noch eine hochklettern, glaube ich. Da ich ja so schnell klettern kann, komme ich schneller hoch, als ich eigentlich denke. Und ich muss mal den Fuß wechseln hier. So. Verdammt, ich habe was vergessen. Eigentlich wollte ich noch was machen, bevor ich anfange aufzunehmen. Aber naja, manchmal schafft man das halt nicht. So. Und ich glaube, jetzt können wir bis, naja, fast bis nach oben springen. Oder? Ja, können bis nach oben springen. Und das ist auch kaputt, unser Linky. Warum ist hier oben ein Wächter? Okay. So, packen wir unserem Steinchen hier rein. Und das schöne Loch. Chica-Stein erkannt. Chica-Turm wird aktiviert. So, und dann überlegen wir uns, wo gehen wir hin? Also ich glaube, das war der bisher schwerste Turm im ganzen Spiel, den ich gefunden habe. Also persönlich jedenfalls, wie es anderen gegangen ist, weiß ich nicht. So. Ah, okay. Was ist denn das da oben, das viereckige im Labyrinth oder was? Sieht so aus, das ist so mini, ey. Krass. Okay. Aber ich hätte ja schon geguckt, aber hier gab es ja keine Siedlung mehr irgendwie in der Nähe, ne? Nee, das andere Ding, wo wir schon mal drauf waren. Aber da wollte ich noch hin, ne? Genau. Wo der eine Wächter dahin unterwegs ist. Ich bin der Meinung, da gibt es bestimmt noch was. Wenn es nicht sogar da unten was gibt. Oh, Mann, Mann, Mann. So, schauen wir mal. Und was dann Wolf? Und der Wächter ist, glaube ich, ja, da ist noch ein bisschen weg. Die sieht hier anders aus als die anderen. Patrouilliert ein ganz schön großes Gebiet, ne, der Wächter. Zwei. Jetzt kommt er her.
Ne? Oder? Also hier ist erstmal nichts. Also jedenfalls nicht, dass ich irgendwas finde. Aber warum greift er keine Tiere an? Wenn der Gannon alles vernichten will, warum greift er da keine Tiere an? So. Jetzt gucken wir mal. Da unten noch was ist. Sieht auch sehr verdächtig aus hier alles. Oh Mann! Sein Schild. Nee, kann man nichts mehr machen. Okay, ab nach da drüben. In der Hoffnung, hier laufen keine Wächter rum. Ich habe immer noch voll Schiss vor denen, aber naja, was soll's. Was war das? Was zur Hölle war das? Oh, kämpft einer gegen so ein Vieh? Was? Wie hat denn der mich getroffen? Ne, nicht die Pfeile. Oh nein. Oh nein. So, pass mal auf, das ist jetzt ein Böser. Einen Kampf überlebt. Puh, jetzt hast du einen Angang gebracht. Nimm das hier als kleine Anerkennung. Monster-Essenz. Dieses dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Mischt man das unter andere Zutaten, soll das ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. Okay. Du schaust etwas verdutzt. Das ist Monster-Essenz. Kilton vom Monsterladen stellt dieses Mittel angeblich her. Es soll jeder Medizin einen angenehmen, vollsaftigen Beigeschmack bescheren. Das ist gute Ware, kein Zweifel. Dieser Kilton ist komplett auf Monster fixiert und erforscht angeblich ihr Verhalten. Er soll auch außer der Monster-Essenz noch ein paar interessante, herausgemachte Produkte im Angebot haben. Ich will ihn unbedingt einmal treffen, nur um zu sehen, was er für ein Typ ist. Ich suche schon seit einer Weile nach ihm, aber ich finde ihn einfach nicht. Er soll in Akala sein, in der Nähe eines Teiches, der wie ein Totenkopf aussieht. So viel weiß ich. Aber wo genau das ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Okay. So, ich mag mein Pfeil wieder haben. Mein Pfeil. Ah. Na, habe ich wenigstens ein Pfeil. Okay, wie ein Totenkopf. Da, oder was? Das sieht aus wie ein Totenkopf. Ist noch ein? Totenkopfteich, naja. Das ist, glaube ich, noch besser. Okay, das wäre die ganz standardmäßigen Exalfos. Deswegen gibt es Brücken, aber wer braucht denn schon Brücken? Ja, doch die, die nicht unbedingt kämpfen wollen, glaube ich. Ist ein roter alles. Der riecht nicht. Oh, der hat sich aufgelöst. Exalfos-Schwanz. Rot. Der Schwanz eines Feuer-Exalfos. Der Eigengeschmack macht ihn ungenießbar, doch zusammen mit Insekten lässt sich Medizin aus ihm herstellen. Okay. Also diese Feuer-Exalfos, die mögen die Eisfalle nicht, da sind die One-Hit. Finde ich gut. Kann ich voll mit leben.
Warum ist da ein Steinkreis? Rulegras, ja. Na, ich erwischt. Nee. Jetzt erwischt. Nee. Ich den erwischt. Nee. Zwei weg. Sind die sind auch noch welche. Ja, was ich gucken wollte, das sieht hier wieder so total Scheiße, total verdächtig aus. So, aber jetzt glaube ich, kann ich wieder meine Rüstung ausziehen, oder? Ja, plus 15, jetzt kann ich hier wieder was Besseres anziehen. So, nehmen wir wieder das mit schnellerer Schwimmgeschwindigkeit. So. Ach, sie meinen an, dass er eine Exalt ist. Ach, habe ich den schon? Und 100 Pro brauche ich da einen Stein. Gibt es hier einen Stein? Habe ich das nicht mitgenommen? Warum regnet es jetzt auf einmal? No, no, no. Nicht mit mir. Trio Exhalbumerang. Boah, krass. Ist ja richtig, richtig übel. Ding. Oh nein, das war ein Fehler. Hier könnte ich Glück haben. Auch nicht. Und los, komm, 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 komm. Warum muss das jetzt regnen? Naja, doch, über der Brücke latschen, ey. Oder an einer Stelle, an eine Stelle rüberfliegen, wo es nicht so hoch ist, aber wo ich vielleicht hochlaufen kann, relativ schnell, ja. So hier. Brick, brick. Was? Ah, hier ist der Stein, den ich brauchte, ne? So. Also ich glaube jedenfalls, dass es so ist. Und ich habe immer noch keine Peilung, wie man, was man damit machen soll. Eigentlich der Steine. Der so glitzert. Ne? Hast du einen Busch? Schon ganz kürbe von dem Zeug. Ja, wo ist denn der Schrein jetzt? So? Puh. In die Richtung, ne? Also hinter dem Felsen alles. So, diesmal laufe ich über die Brücke. Keine Lust, nochmal da so runterzufallen und schwimmen zu müssen. Welche Richtung? Die Richtung? Hier oben drauf? Da? Ne, da oben drauf nicht. Oh, was war das? Oh, hi. Oh, warum haben die Feuerpfeile?
Mist, der. Oh, das Pferd brennt. So, bleibst du mal stehen? So, hier gibt es schon mal den nächsten, wenn ich noch Äpfel habe. Ja. So. Du hast mich entdeckt. Okay, Croxan. Mal wieder. Tschüssi. So, bleibst du hier? Bleibst hier, oder? Bleibst du hier? Ich finde schade, dass man von hier das Pferd nicht streicheln kann. Oh, yeah, genau. Das ist ein Pferd. Guckt euch an, wie ein Pferd aussieht. So. Und auf in den nächsten Schrein. Mal gucken, was uns erwartet. Wir dringen hier einfach ein und machen hier alles fertig. Kraftprobe leicht. Da hier Shino Schrein. Kraftprobe. Okay. Und pass mal auf, jetzt kommt ein großer Wächter. 100 Pro kommt ein großer Wächter. Oh, doch nicht. Okay. Kleiner Wächter. Ah, das ist so eine Axt. Die gefällt mir. Dann habe ich irgendeine Waffe, die jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn die kaputt geht. Wieder. Aua, oh, yeah. Oha. Oha. Das schmeckt ganz schön heftig hier. Oh yeah. So. Ich wusste es. Wer starkst? Na geil. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Noch eine. Der 2. Ah, der 2 Wächter-Äxte. Oder habe ich noch keine? Ne, ich habe noch keine. Der hat doch nur eine. So, ich nehme jetzt hier unten Scheiß. Ne, warte mal. Das Ding ist sowieso für den Arsch. Und bald kaputt. Ja. Das sieht total genial aus, oder? Wenn du wegsteckst, siehst du das nicht mehr. So, und wir nehmen jetzt mal das Teil. Boah, ist riesig. So, da kann ich dann wieder. Muss gleichzeitig das Schild draußen haben. Sowas muss man immer bedenken. So, mal sehen, was uns in der Kiste erwartet. Ich hoffe ja, bis zum Anziehen oder so. Antiker Riesenkern. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Ja. Wäre ja mal schön, wenn wir einen finden würden. So. Jetzt erst. Naja, was soll's. Ah, ja, ich weiß. Die zweite Prüfung habe ich bestanden. Die zweite? Ah, ja.
Kirschen. Wenn du mehrere Zutaten desselben Typs auf einmal verwendest, bleibt der Effekt der gleiche, aber das kriegt viel mehr Herzen auf. Ja. Okay. Cool. Ist das Pferd noch da? Das Pferd ist noch da. Das Pferd ist noch da. So, ich brauche gar nicht nach vorne drücken, sondern einfach nur. Autsch. Was? Nicht deren Ernst, oder? Das ist überhaupt nicht deren Ernst. Toll. Toll, toll, toll. Fuß, Eichel. Na, Fisch. Ich muss dringend kochen hier. Ach ja, die haben Bombenpfeile, ne? Sind das diese gehörnten Tiere? Wow. Oder? Die Musik gefällt mir. Die Musik gefällt mir. Der andere ist weg, ne? Der andere ist weg. Okay, hier gibt es mal wieder was. Uch. Was ich wieder nur mit Pfeil und Bogen benutzen kann. Nur markieren. So, und das da kann ich wegbomben. Na, nicht. Na, bleib stehen. Kann ich wegbomben. Und da haben wir eine Kiste. Mit wie immer etwas, wo ich nicht weiß, ob ich das brauche. What the heck? Der hat mir einfach mal 4 Herzen abgezogen. Wuff, weit weg. Toll. Wo war der letzte Speicherpunkt? Mann. Oh. Okay, der war genau hier. Und diesmal weiß ich, wo ihr rauskommt. Wenn ihr aus dem gleichen rauskommt. Wenn ihr überhaupt rauskommt. Das macht aber keine Lust zu kämpfen. Pupas. Die Frage ist jetzt nur, mein Pferdchen noch da ist, ne? Wo ist denn da hinten? Das ist Leuchtstein, ne? Ja, Leuchtstein. Und da ist irgendwie etwas, wodurch man nach oben getrieben wird. Tschüssikowski! Pferdchen! Pferdchen! Ruh doch nicht ab von mir! Wenn man auf dem Pferdchen landen kann? Ein Pferdchen ist doch gleich viel schöner, durch die Gegend zu laufen. Und noch ein bisschen schneller ist. Sollte mir vielleicht mal eins registrieren. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Okay, also
kleine Absätze kann er rüberspringen. Und da nicht mehr, oder was? Das sind dies. Was? So, da ist dieser Aufwind, ne? Oder was auch immer das ist. Sind Hämmer. Wie sind hier Hämmer? Und was ist da unten? Das ist ein, auf jeden Fall Wasser. Aber warum? Ach, scheiße. Nein, nein, nein! Leck mich doch! Nein! Scheiße! Nein! 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 So. Puh. Aber warum sind hier diese ganzen Dinger? Und der ist magnetisch, oder? Die sind magnetisch, ja. Warum sind die magnetisch? Das ist irgendwas zu bedeuten. Ups, sorry, Pferdchen. Ich wollte gar nicht nach unten. Ich wollte nicht nach unten. Nein, 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 lass mich in Frieden. Lass mich zur Ruhe. Lass mich in Frieden. Tschüss. So, bis wohin kommt man? Also man kommt auf jeden Fall wieder bis hier. Okay. Ach, Mann, 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 Mann. Pferdchen ist jetzt abgezischt, oder was? Weil hier war ich doch aber gar nicht. Oder? Ne, da oben war ich. So. Nee, hier war ich auch nicht. Scheiße, wo war ich denn? Scheiße. Da drüben war ich, oder? Da, da ist mein Pferdchen. Da, hier war ich. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Gut. Machst du denn nicht? Warum denkst du denn nicht dahin, wo ich hin will? Okay. Ja, so geht's natürlich auch. So, das ist wahrscheinlich die beste Art, um Geflügel zu bekommen. Einfach durch die Viecher durchreiten und dann haben wir's. So, aber nee, wir kommen ja nicht weiter, ne? Das ist sozusagen eine Sackgasse. Scheiße. Was? Baum! Ein Strauch! Halt dich auf! Mann. Ach so, und ich würde jetzt erstmal sagen, ja, ist ja gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!